Herzlich willkommen im Sprechsaal. Herzlich willkommen zur Ausstellung Selbstkritik 2 mit so wunderbaren Arbeiten und auch inzwischen so anerkannt schon. Wir haben ganz viele Pressestimmen bekommen, die ganz positiv waren und richtig jubelnd. Und ich bin ganz dankbar dafür. Unter den Arbeiten von Arno Fischer ist ein Herr porträtiert, 1972. Der heißt Wolfgang Kohlhase und der ist heute hier. Und dafür bin ich sehr dankbar. Freue mich. Und das ist quasi ein Format, Sprechsaal-Interviews. Und ich versuche, so eine Mischung aus Quatsch und Seriosität zu erzeugen und sie machen, wie sie wollen. Ich mag den Quatsch. Sie machen den Quatsch, ich mag die Seriosität. Herr Kohlhase, haben Sie einen Spitznamen? Wurden Sie jemals verniedlicht? Als Kind oder sowas? Eigentlich nicht, ne. Wolfgang? Ja, Wolfgang oder Kohle zum Beispiel war so ein. So, aber es war nicht so stabilisiert, dass das über alle Jahre gehalten hat. So. Sie erzeugen Geschichten, mehr oder weniger wahr, und bekommen dafür Geld. Sind Sie ein ehrlicher Mensch? Wenn es geht, ja. Es geht ja nicht immer. Wann geht es nicht? Es geht nicht, wenn Wahrheit mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet, würde ich denken. Schreiben Sie in Berlinerisch oder ist das den Schauspielern freigestellt? Steht das in den Personenbeschreibungen im Drehbuch? Oder können die sich das frei wählen? Beziehungsweise wie wichtig scheint Ihnen? Was können sich die Schauspieler wählen? Ob sie Berlinerisch und in welcher Art sie Berlinerisch sprechen? Nee, das können die nicht wählen, weil es. Ich schreibe, wenn man es liest, ist alles Hochdeutsch. Weil das Berlinerische ist in der Sprache nicht über Ausdrücke oder sowas. Oder Berlin ist eine Art zu denken, eine Art Melodie in der Sprache. Also, und es gibt so ein Berlinerisch Kunstgewerbe, so im Kabarett und überall. So Leute, die es eigentlich nicht können. Und dann zu viel machen. Berlin ist kein Dialekt. Berlinerisch ist ein sozusagen runtergekommenes oder raufgekommenes, wie man will, Meißner Kanzleideutsch und ist eingefärbt über Schlesisch, über Märkisch, hat ein paar Spuren Französisch aus der Hugenottenzeit, aber es ist kein Dialekt, der die festen Regeln eines Dialektes hat. Also Sie können im Berlinerischen vom Hochdeutschen ins Niederdeutsche oder ins Platte wechseln, ohne dass Sie den Satz anhalten müssen. Können einen Akzent setzen, indem Sie etwas Hochdeutsch sagen. Ja. Haben Sie das studiert? Also, ja, überhaupt nicht. Ich denke mir das jetzt auch im gewissen Sinne aus, aber es ist so. Also Sie können im Berlinerischen zum Beispiel sagen, da bin ich gruff bei den Alten und was sagt dieser Typ? Und dann machst du, dieser Typ ist nicht Berlinisch oder was sagt der Alte? Du kannst hin und her. Es ist eine Sprache, in der man sich auch gut verstecken kann. Indem man durch Übertreiben oder Untertreiben, nicht? Also, aber das hat ja wenig zu tun mit dem, was die Schauspieler, muss man gute Dialoge schreiben. Und gute Schauspieler merken, wenn die Dialoge was taugen. Natürlich taugen nicht alle Dialoge was. Und das hat dann die Versuchung für die Schauspieler, oft, wenn sie hinfahren mit dem Taxi zum Drehen, sich das schnell noch ein bisschen einzurichten. Aber wenn Dialoge gut sind, dann haben sie einen Rhythmus, dann haben sie vor allen Dingen Pausen. Die Frage, wie gut ein Dialog ist, fängt viel früher an. Wie gut ist die Szene?
wie gut ist die Stille in der Szene, damit jetzt der Text in der Szene etwas Bestimmtes herstellen kann. Ja, so. Also, und man, rein beruflich gesehen, wenn man Drehbücher schreibt, denkt man gerne an die Schauspieler. Aber in dem Sinne, ihnen Spaß zu machen, sie in aussichtsreiche Lagen zu bringen, ihnen einen Satz zu liefern, der funktioniert, nicht? Und möglichst kein Papier da reinzustopfen oder so. Und es muss alles gesagt werden, aber es muss nicht über alles geredet werden. Also nicht, aber das kennt jeder. Der Fernsehen hat sozusagen, besteht sehr oft aus zu viel Rederei. Ich meine jetzt den fiktionalen, also der Film im Fernsehen hergestellt, weil meist wird nicht zu wenig geredet, sondern zu viel. Dann werden das Publikum will ja nichts vorgesagt kriegen. Kennen Sie alle Ihre Dialoge? Wie bitte? Kennen Sie alle Ihre Dialoge? Also, im Nachhinein? Können Sie sich an die erinnern, komplett? Ja, überhaupt nicht. An so ein paar, an die sich ein freundliches Publikum erinnert, dann weiß ich sie natürlich auch. Und so, also so fallen mir 3, 4, 5 ein, kann sein, aber an sich nicht. Ne. Haben Sie eine qualitative Unterscheidung, welches Ihr besseres war oder schlechteres? Immer besser und schlechter. In sich, wissen Sie. Und natürlich die Filme, die offensichtlich funktioniert haben und haltbar sind und immer noch gesehen werden, ohne dass man dazu Hilfestellungen per Vortrag daneben dazu reichen muss, die sind offensichtlich in Ordnung. Aber gleichzeitig ist ja das Drehbuch nur ein Schritt in der Arbeit. Also damit ein Film gut ist, müssen viele schöne Berufe, sage ich manchmal, müssen viele schöne Berufe mehr als einen guten Tag haben. Und dann entsteht die merkwürdige und schöne Stimmung, wo die Leute verführt werden, ihr Bestes zu tun. Und nicht irgendwas, so nicht mit dem Blick auf die Uhr, nicht? Aber also insofern ist dieses Miteinander und Aufeinander zuarbeiten ein großer Spaß. Und ich habe durch glückliche Fügung von Anfang an so gearbeitet. Es hat sich so ergeben. Also, und das hat viel, wie sich das ergeben hat, hat viel wirklich mit Berlin zu tun und dem Ort. Mit der Zeit vor allen Dingen auch. Das ist die Frage. Das ist wirklich eine ganz große Unterscheidung. Hat das mit dem Ort zu tun? Also, dass Sie, mir scheint es ja, dass Sie Adershof, in dem Sie geboren sind, ja. Das war immer, da kam noch genug Berlin dazu. Da konnte noch genug Raum sozusagen erschlossen werden, was Ihnen immer wieder neue Stoffe zu bieten hat. Ja, naja, wissen Sie, Berlin war ja einfach, erstens war die einzige Ecke der Welt, wenn man es so pathetisch sagen will, die ich wirklich kannte in einem bestimmten Alter. Sonst war ich in Ferien mit Mama und Papa in Pommern, weil die stammten daher. Also das waren meine Reisen, die gingen. Als ich zum ersten Mal die Ostsee gesehen habe, war ich 20 oder sowas. Da wir da keine Tante hatten, sind wir ohnehin an die Ostsee gefahren. Das war ja nicht so wie heute. Ja. Und dass man sich auf den Weg macht, wann immer man kann. Und Berlin kannte ich, dann ist die Filme, die mir dann bald irgendwie einen größeren Eindruck machten, waren Filme, die in Städten spielten. Ja, also ich meine, es gibt ja wunderbare Filme, in denen Landschaften eine Rolle spielt oder der klassische Western hat diese ungeheuren, merkwürdigen Felsen und das ist schon klar. Aber die Filme, die mir näher waren und mich mehr angingen, die spielten in Städten, wie überhaupt das Kino ja vielleicht die Kunstrichtung der großen Städte ist. Was immer, man kann über alles Filme machen. Aber der Alltag in den großen Städten ist vielleicht ein wichtiges Kapitel im Kino. Und welcher Film in der Stadt, über die Stadt, mit der Stadt, war für Sie wirklich so ein Vorbild ganz früh?
ein Vorbild, ja, wenn man das nicht so ganz direkt nimmt, aber eine große Ermutigung, sagen wir mal, oder eine, das waren für mich die Neorealisten, die frühen Italiener gleich nach dem Kriegsende. Also die Filme von De Sica oder von Rossellini, später auch Fellini, aber das war dann schon breiter. Aber nein, das waren auch Geschichten. Ich habe doch gedacht, wie alle Leute, die mit 12 oder 13 oder 14 ins Kino gingen. In Adlershof gab es zwei Kinos, Kapitol und Zentral. Und dann gab es die Filme, da musste man über 40 sein, 14 sein, über 40. Solche Filme gibt es auch, wo man... Aber musste man über 14 sein und immer ging man lange Haare, Kragen hochgeschlagen, versuchte man da reinzu. Und immer, man kam ja dann auch rein, oder der Kartenverkäufer kannte einen oder so. Und immer warteten wir auf die Stelle, warum es über 14 ist. Und nie kam irgendwas Nennenswertes. So, ja. Und aber als dann die Neorealisten kamen, das war ja also Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass der Alltag, die alltägliche, die Ecke, an der ich wohne, die Freundin überm Zaun, dass das Geschichten sein könnten für Kino. Weil was ich bis dahin gesehen hatte, Kino war zu Pferde. Das waren irgendwie feinere Leute, die da ihre Geschichten abhandelten. Aber dass man das so, nun weiß ich noch wieder nachher, dass es, was die Neorealisten damals machten, dass es dafür in Deutschland vor der Nazi-Zeit gab's proletarischen Film, den gab es in Frankreich, den gab es in England, den gab es in Amerika. Ich hatte doch keine Ahnung davon. Also ich habe ja das nicht irgendwo studiert, sondern ausprobiert. Also irgendwo habe ich mal an der Wand gelesen, wir haben nichts studiert, deshalb konnten wir eine Menge lernen. Okay. Sehr schön. Ja. Kommen wir mal zu der Zeit zurück, tatsächlich so 1947 ungefähr in Adlershof. Da haben Sie für die Jugendzeitschrift Start geschrieben. Ja. Und da waren Sie Volontär und Redakteur. Ich frage Sie, ob Sie sich daran erinnern können, was Sie da geschrieben haben. Da haben Sie, ein Exemplar von Start kam wohl in das sowjetische Kriegsgefangenlager, in dem Ihr Vater sich befand. Ja. Der Karl Kohlhase hieß und mit ihrer Mutter Charlotte verheiratet war. Und nach den Erzählungen stieg sozusagen durch ihre Erzählung das Ansehen ihres Vaters bei der Gefängnisleitung, und ihr Vater bekam mehr Essen und leichtere Arbeit und konnte so das Lager überleben. Kann man sagen, dass sie ihrem Vater durch diese Art Erzählung, durch das Schreiben, sein Leben gerettet haben? Hm? Haben sie sozusagen durch ihr Schreiben ihrem Vater das Leben gerettet? Ach na, das würde ich so pathetisch nicht sagen. Schon gar nicht wissentlich. Ich wusste das ja nicht. Nein, der war einfach weitgehend verhungert, weil es nichts gab in diesen Lagern. Aber es gab in dem ganzen Russland nichts. Also er ist immer, wenn er über diese Zeit gesprochen hat, hat er gesagt, vor dem Zaun gab es auch nichts. Also es war dieser erste Winter 46 war anscheinend sehr bitter. Und es ging ihm ganz schlecht, weil er sagt, er konnte eigentlich nicht mehr den Fuß über die Schwelle heben. Er musste sein Bein setzen. Und da war dieser Start, der wurde routinemäßig in die Kriegsgefangenenlager geschickt, im Osten. Also nach Polen, glaube auch nach Jugoslawien und in die Sowjetunion. Und da das so ein merkwürdiger Name ist, Kohlhase, haben sie ihn da in die sogenannte Antifa-Baracke. Das war so ein Büro in einem Zimmer, wo Leute saßen, die jetzt nach dem verlorenen Krieg versuchten, die Welt
anders zu erklären und eine Art von antifaschistischem Blicken herzustellen, und konnte man hingehen oder nicht hingehen. Also das wusste ich ja damals alles gar nicht. Und da haben die ihn hinbestellt und hatten diesen Namen gefunden und haben gesagt, sag mal, ist dein Vater bei der Zeitung? Haben sie ihn gefragt. Da sagt er, mein Vater kann eigentlich. Mein Vater wohnt in Pasewalk und ist Streckenarbeiter bei der Eisenbahn. Der kann eigentlich nicht bei der Zeitung sein. Na, aber hier steht der Name in der Zeitung. Und da sagte er, aber der Vorname könnte mein Sohn sein, aber mein Sohn kann das auch nicht sein. Der, wenn er noch lebt, geht er zur Schule oder machen. Also er konnte es sich schwer erklären. Aber das wurde ihm trotzdem als eine Besonderheit belohnt. Und dann durfte er einfach 2-3 Wochen in der Küche arbeiten. Und in der Küche konnte er natürlich, wie in allen Küchen der Welt, essen, was es gab. Und dadurch hat er sich erholt. Und das ging es ihm besser und später. Also insofern habe ich ihm das leichter gemacht, ohne es überhaupt zu ahnen. Denn wir hatten vielleicht 2-3 kleine Postkarten gekriegt. Das war ja kein ständig fließender Briefverkehr. Das waren so vorgedruckte Karten mit einer Seite, wo er einen Gruß draufgeschrieben hatte. Und wir haben die zurückgeschickt. So war es eine Art von Kontakt auf diese Weise. Können Sie sich, Sie sich selber das Leben in Gefangenschaft beziehungsweise das Leben in Exil, also Konspiration, auf der einen Seite im kalifornischen Exil meinetwegen, wenn es um Eisler und Brecht geht, oder im Hotel Lux, Ulbricht, können Sie sich das vorstellen? Haben Sie sich da reinversetzt? Naja, vorstellen kann man sich alles, meine ich, indem man es sich vorstellt. Aber ich kann da wenig zu sagen. Ich meine, ich weiß inzwischen auch viel zu viel darüber, wie es dort war und warum es dort so war und warum es dort so war und so weiter. Ja, es ist also, ja, ich habe es ja nie naiv kennengelernt oder am eigenen Leibe ist mir ja nichts passiert. Ja. Hat dieses Exil, hat das, weil da so viele Politiker und Kulturschaffende und so weiter waren, besonders dann in diesen beiden Städten, Moskau und Los Angeles, also die dann später in der DDR Regierung und Kulturfunktionäre und so weiter waren, hat das, glauben Sie, dass diese Art, sich im Exil zu verhalten, was mit der mit dem Stil der Politik zu tun hat, dann später in der DDR? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Also wenn sozusagen, wenn man vor Nazi-Deutschland flüchtet und ins Exil geht und sich da sozusagen einen gewissen Sprachgestus aneignet und konspirativ quasi versucht, sich zu verbinden, und wenn es nur zwischen eben Eisler und Brecht ist, und man versucht, Thomas Mann auszuschließen und nichts dabei zu haben. Und so ähnlich lief das ja wohl, bloß halt noch viel gefährlicher im Hotel Lux ab. Meinen Sie, dass das irgendwie sich auf den Politikstil dann später auswirkt, den Sie dann in der DDR gemacht haben, so Leute wie Ulbricht? Naja, das weiß ich sicherlich. Ich meine, es gab ja in überall, wo die Immigranten sozusagen an Land geschwommen waren, also überhaupt angekommen sind und sich, gab es ja eine Anti-Hitler-Bewegung in verschiedenen Farben. Tendenziell war die natürlich auch in Mexiko, auch in England, auch wo sich, tendenziell waren die natürlich links, weil es war ja eine, erstens, wie sollte man anders denken über die Hitlerzeit als von links? Und es war ja auch die Fortsetzung von Haltungen, die vor 1933 in Deutschland da waren und die dann unterbrochen wurden durch die. Ja. Und gleichzeitig gab es ja auch große Auseinandersetzungen innerhalb der Immigration. Also welches Deutschland kann denn das werden? Und sicher, und ich glaube, ein um das mal vorweg zu sagen, es muss für die Mehrzahl der Zurückkommenden, gekommenen, ein Schock gewesen sein,
dass das nicht, die waren ja, das denke ich manchmal selbst, wenn ich über die Zeit nachdenke, die waren nur, sagen wir mal, nur 12 Jahre weg. Und was war inzwischen passiert an unvorstellbaren Dingen? Es war nicht, die sind nicht in ein Land, das noch irgendeine Ähnlichkeit hatte mit dem Land, das sie verlassen haben. In so ein Land haben sie nicht mehr gefunden. Und jetzt haben natürlich, sehr schnell stellte sich ja heraus, dass dieser gemeinsame Sieg der Alliierten, Ost wie West, zu neuen Konfrontationen führte. Und natürlich brachte jede Seite ihr Modell nach Deutschland. Ich meine, die Amerikaner den Marshallplan und die nach der Potsdamer Konferenz dann sehr schnell, aber das kann man alles nachlesen, muss ich nicht erzählen hier. Ja? Und der Osten brachte seine Konzeption mit. Und wiederum Politiker, die aus dem Osten kamen oder aus der östlichen Immigration, die waren natürlich, die waren sich ja auch, es gab ja nicht die Konzeption, da wird Sozialismus, das hielt man eigentlich gar nicht für möglich, dass man so, und das gab ein großes Hin und Her, aber natürlich in meiner Erinnerung waren die Leute, die in dem Alter damals waren, also die damals in der Mitte ihres Lebens waren, und langsam, natürlich waren die geprägt von der Stalinzeit, weil Stalin war die Großfigur gegen Hitler. Wie hieß der Slogan? Stalin bricht Hitler das Genick. War die so, hat lange gedauert, aber und viel gekostet, aber hat er letzten Endes. Also, aber das hatte von Stalin beeinflusst zu sein, hieß ja auch die Gesetzlosigkeiten erlebt zu haben, die Verfolgung erlebt zu haben, das, was dann später so in ein Wort gebracht wurde. Und natürlich hatten die alle das hinter sich und waren auf eine bestimmte Weise auch Überlebende. Denn wie man konnte auch dort sterben an seinen politischen Überzeugungen, wie man weiß so. Und so, und die, ich denke manchmal, die müssen ein sehr starkes Minderheitenerlebnis gehabt haben, als die hierher kamen, nicht? Aber so, und obgleich ich erinnere mich, ein wichtiger Mann damals, der dann später Ärger kriegte, hieß Anton Ackermann. Und der war sozusagen in einem ähnlichen Rang in der Moskau-Immigration wie Ulbricht und wie Wehner. Wehner kam ja auch aus der KPD. Also Ackermann war auch so. War ein Mann aus dem Erzgebirge, so, der auch so geblieben war wie ein Mann aus dem Erzgebirge. Und der hat mir, mit dem kriegten wir zu tun. Ich hätte den nicht kennengelernt, aber er lebte ja nicht so direkt in meiner Nachbarschaft. Aber als wir mit Konrad Wolf, ich war 19, treten, da war Ackermann bereits Filmminister gewesen. Und Filmminister war kein Posten, der zu einer Karriere führte. Und schon gar nicht in seinem Fall. So, und Conny Wolf, der ihn aus Moskau kannte und wusste, das ist. Ackermann war Folgendes passiert, das berührt Ihre Frage nach dem Politischen dieser Immigration. Der hat einen Aufsatz geschrieben, Der deutsche Weg zum Sozialismus, 1948 ungefähr. Und das war die Zeit, wo sich der Konflikt der Russen mit Tito zusammenschob. Und da sagten die, hier gibt es keinen deutschen Weg zum Sozialismus. Sie wollten auch nicht unbedingt einen Russen, aber das war das, worüber sie nicht reden wollten. Und sagten, wer hat denn das geschrieben? Und dann musste es einer gewesen sein. Er hat das aber nicht an seinen freien Abend zum Spaß geschrieben, sondern er sollte es schreiben. Er wollte es auch schreiben. Aber als das Ding an die Wand fuhr,
sagten, ja, Anton, was hast du denn da? Hast du die? Also das war sehr grausam, wenn man will. Und so und so, so verlor er allmählich von seiner verdienten Position und Conny Wolf wollte ihm eine Freude machen. Und wir haben ihn als Berater beschäftigt, auch sehr merkwürdig, ein Mann mit dem Hintergrund. Ja. Und jetzt ist er plötzlich Berater und wir haben mit ihm diskutiert. Aber er war ein freundlicher Mann und der hat mir ein Notizbuch gezeigt, ein Block so zum Abreißen. Der war dasselbe, was Ulbricht in Berlin war, war der in Dresden bei der ersten ukrainischen Front, der deutsche politische Chef für alle diese Fragen. Und das ist ein so lesenswertes, da stand alles drin, keine sowjetischen Muster nachmachen, keine Schuluniformen, nicht das, war ja alles möglich, man hätte das so oder so oder so machen lassen. Und es ist von einer verblüffenden, ist sogar mit Bleistift geschrieben gewesen, also von einer verblüffenden konzeptionellen Entschiedenheit und Intelligenz. Ja. Das hat er mir gezeigt, als wir ihn dann kannten, als er so Berater war, so, in Gänsefüßchen bei uns. Ja. Also ist klar, die verschiedenen Emigrationen hatten verschiedene Fortsetzungen. Und aus der Sicht der DDR und ihrer politischen Führung, sagen wir mal, konnte man natürlich sehr leicht aus der falschen Emigration kommen. Wer in Mexiko war oder wer dort war oder dort war und dort war, der war eben nicht in Moskau gewesen. Und wenn Sie wissen, auf welche schreckliche Weise ja nochmal eine Prozesswelle, obgleich der Krieg vorbei ist und gewonnen ist, die ganzen Prozesse in Ungarn, in Prag, in Rumänien, in Polen, sind ja nochmal ein Versuch in die Richtung, in der Stalin glaubte, die Diskussion geführt wird mit dem Revolver. Also gut, und so weiß ich auch Geschichten, die meine gar nicht sind und die ich nur natürlich von Leuten, die kamen aus Mexiko hatten oder aus USA, waren vorher Kommunisten, waren hinterher Kommunisten. Aber sie fanden keine rechte Heimat hier. Niemand. Sie, im gewissen Sinne blieben sie weg aus der Mitte. Mhm. Oder so, ja. Ist das eigentlich, ist Ich war 19 der einzige Film, in dem Weltpolitik verhandelt wird? Und in den anderen Filmen wird es immer nur quasi nur mehr oder weniger auf der Straße verhandelt? Von Weltpolitik würde ich da nicht reden. Das ist ja, ich meine, das ist die Geschichte von Konrad Wolf und ohne auch seine moralische Geschichte, nicht nur die faktische Geschichte. Er war ja und insofern, wann haben wir den Film gemacht? 67, also das war schon kalter Krieg, natürlich und so. Aber letzten Endes wollten wir eine Geschichte erzählen. Wissen Sie, es gibt so einen schönen Satz bei Montaigne übers Schreiben. Der sagt, wenn ich schreibe, ich lehre nicht, ich erzähle. Das ist was anderes. Und da gibt es noch einen Satz, der dazu passt. Leute lassen sich nicht gerne was sagen. Aber sie lassen sich eine Menge erzählen. Ja, also. Haben Sie, um zur Erzählung zu kommen, um da wirklich einzusteigen, ja. haben Sie in Ihrem Leben oft Fallada gelesen? Fallada habe ich gelesen, ja. Es gibt nämlich in dem Buch Ein Mann will nach oben den schönen Satz: Kalle, sei nicht eifersüchtig. Eifersucht ist wie Migräne. Das ist nur was für Leute, die sich das leisten können. Dafür haben wir nicht genug Geld. Das hat mich stark an den von Ihnen geschriebenen Satz erinnert, den sagt Renate Krössner in Solo Sunny, wenn sie die sozusagen von einem Mann, mit dem sie ein sogenanntes One-Night-Stand hatte, gefragt wird, ob es denn Frühstück gebe. Und sie barsch mit Nein antwortet und als er weiter bohrt, wieso denn nicht, sagt, da sagt sie, ist nicht nur ohne Frühstück, sondern ist auch ohne Diskussion. Ja. Und wenn
in Berlin Eckeschönhauser, in einem Film von 1957, Eckehard Schall, Ilse Page. Das Mädchen, Ilse Page hieß die. Page. Page mit Dings auf ja. Fragt, welche Art Männer sie denn mag. Und sie antwortet darauf, naja, Ärzte oder Boxer, die so aussehen wie Marlon Brando. Und wenn sie 2005 Nadja Uhl, also Nike, im Sommer vom Balkon zu sagen, also die sagt dann zu Andreas Schmidt, nachdem sie beide im Bett zusammen Zukunftsängste und Negativmotivationen austauschen, da sagt Nike, glaubst du eigentlich, weil ihr sexuell immer läuft, kannst du dich wie ein Arsch benehmen? Also wenn sie alle diese Sätze geschrieben haben. Wofür er sagt, versteht mich. Ja. Also das sind alles Erzählungen, die sind in die Kinogeschichte Ost- und Westdeutschlands eingegangen, die haben sie mitbestimmt und die sind offensichtlich ehrlich. Und jetzt will ich eigentlich wissen, haben Sie für sich mal richtig, völlig theoretisch eine Intention, eine Absicht formuliert, was Sie beim Zuschauer in solchen Dialogen erreichen wollen? Nein. Naja, gut, es soll gut sein. Ja. Also ich meine, die drei Sachen, die Sie jetzt haben, sind hier beim Lacher. Ja. Ist natürlich klar, denkst du, dass wenn ihr sexuell was läuft, kannst du dich wie ein Arsch benehmen. Das ist natürlich ein Lacher. Ja. Kinoleute freuen sich ja. Nein, da denke ich einfach, was ist ein guter Satz in einer Szene, was braucht man, was gut für einen Schauspieler oder für die Figur. Und dann fällt einem, wenn man Glück hat, eben was ein. Ja. Und das entsteht aus dem Moment heraus. Aber wie ist denn der Moment beim Schreiben? Der ist doch relativ trocken und da sind Sie alleine? Ja, meistens. Ja, wer soll da sonst? Weil zum Beispiel bei Solo Sunny haben Sie ja wohl das zusammengeschrieben, habe ich gehört. Oder, nee, da haben Sie Co-Regie geführt mit Conrad Boyd. Bei Ich war 19 haben wir auch nicht so. Bei Ich war 19 ist klar, der Stoff ist von Wolf. Und Wolf wollte, das hatte wieder mit was ganz anderem zu tun. Also er dachte 77 war das. Mhm. Da war das 76, ja. Also die Zeit war. Nee, ist ja 67. Die Zeit war 20 Jahre her. Mhm. Und er hat über diese Besonderheit seines Lebens, dass er da 2 Jahre vom Kaukasus bis Berlin als Deutscher und lang und dünn und 19 Jahre alt über dieses abgebrannte Land nach Westen rückte, hat er wenig drüber geredet. Das trug er nicht einfach herum als erstaunt hier oder so. Kaum darüber gesprochen, wie er überhaupt ein eher schweigsamer Mensch war. So. Aber aus verschiedenen Gründen dachte er dann 67, vielleicht kann er es jetzt erzählen. Mhm. War vielleicht innerlich auch so weit. Und dann hatte er den ganzen Krieg über Tagebücher geschrieben. Russisch, man durfte in der Armee nicht Deutsch schreiben, in der sowjetischen. Und nur als es dann über die Oder ging, die letzten 2 Wochen, ist er dazu nicht mehr gekommen. Also das bricht mitten in, das fängt merkwürdigerweise bei einem Luftangriff an, in Kabardinka im Kaukasus 1941 oder 42 und hört mitten in einem Luftangriff auf, das Tagebuch. Und das holte er sich wieder raus. Jetzt. Und dann hat er aus der Erinnerung rekonstruiert, was er nicht mehr beschrieben hatte, die letzte Kriegswoche. Und wir waren, und dann hat er mich gefragt, ob ich das mit ihm schreiben würde oder ob ich mich daran beteiligen wollte. Und ich hatte ja vorher, wir kannten uns, aber wir haben nicht gearbeitet. Und dann fiel mir ein, dass er war ja 19 und kam rein und ich war 14 und stand da. Und ich wollte das, dachte, ja, kann ich versuchen. Mhm. Und so ging es verschiedenen Leuten. So ging es dem Kameramann Bergmann, Hirschmeier, ein wunderbarer und das Szenenbildner Architekt. Alle haben nur nicht, was war denn, die waren denn, jedem fiel etwas. Der besondere Moment ein in diesem Frühling 45, wo so vieles anders wurde.
Und dann haben wir aber uns entschieden, sagen, lass mal den Tagebuchcharakter. Diese offene Erzählweise, wo eine Szene einfach aufhört, weil wir fahren weiter. Wir müssen morgen früh nach dort fahren. Also wo du nicht versuchst, aus dem Ganzen einen Roman zu machen, der sich, sondern so, Schluss, am nächsten Morgen waren wir in Potsdam. Oder so geht es. So, lass doch das mal so offen. Und dann haben wir das, habe ich das aufgeschrieben, aber er hat mir das erzählt, erstmal damit. Ich habe es aufgeschrieben, habe die Szenen ausgedacht und dann, was, um Ihnen eine Vorstellung zu geben oder euch, was ist ausgedacht? Also zum Beispiel, er war 3 Tage Kommandant in Bernau. Wurde nebenbei gesagt, um das schnell zu erzählen, wurde er Ehrenbürger, als er inzwischen ein berühmter Mann war, wurde Ehrenbürger von Bernau. Und fuhr dahin und fand es schön, auch ein bisschen komisch, also kam er natürlich vorher dahin und ja, sagte, die sind der 4. Ehrenbürger in Bernau. Sagt er, wer sind denn die anderen? Dann sagten die, naja, der erste war ein, der Begründer des Brauereiwesens in Bernau. Seit der Zeit wird Bier gebraut in Bernau. Und die zweite war eine verdienstvolle Hebamme, die hat Hunderten von Bernauer Kindern glücklich auf die Welt geholfen. Und sie sind eben der 4. Sagt er, da fehlt doch der 3. Das war Adolf Hitler. etwas verlegen. Ja, aber ich will sagen, er war also in Bernau und hatte erlebt, also jetzt wieder zurück, 45, dass eine alte Frau, die sich das Leben nehmen wollte, es gab ja eine Menge Selbstmorde 45, nicht statistisch gesehen, aber mehr Leute als man denkt, haben sich umgebracht. Und sie waren da gerufen worden und haben diese Frau gerettet. Und wie überlegt man jetzt? Sagt er, gut, wir machen einen Film, der spielt 45, da gab es das und das und das und das und das. Und wie viele Filme gab es, wo der berühmte Russe in die Tür kommt und sagt, Wojna kaputt und hat auch gleich Milch mit fürs Kind oder so weiter. So war das ja nicht. Der Krieg erschlägt am Ende die Falschen, die erschlägt die kleinen Leute, die anderen sind weg. So, und dann haben wir überlegt, pass mal auf, diese Frau, die sich das Leben nimmt, muss es geben. Und die war eine einfache Frau, die wirklich sozusagen das Bett in der Küche stehen hatte, so wie man lebte. Nur sie darf nicht gerettet werden. Die Wahrheit ist, dass sie nicht gerettet wird. Das ist ja alles, das hat sowohl mit Kunst zu tun, wie auch mit der Tat, mit der künstlerischen Wahrheit, wie auch, weil so wie die gerettet wird, sagt man auch Gott sei Dank, also dann, du darfst dem Publikum und der Geschichte und der Wahrheit das nicht abnehmen. Also beispielsweise haben wir überlegt, wie kann man das machen, also er kann sie nicht retten. Und er, so oder etwas anderes, er selbst kam an Sachsenhausen vorbei. Wie geht man mit Sachsenhausen, mit dieser schrecklichen, unglaubhaften Geschichte von KZ, was kann man da machen? Man kann ja nicht lauter Leute sozusagen in Lumpen kleiden und die gehen da Häftlinge, das kann ja keiner sehen, kriegst du auch nicht hin, ist auch nicht glaubhaft. Also, und es gab ja dazwischen das Museum und so weiter und so, haben wir den ganzen leeren Appellplatz, den gibt es ja noch, der Appellplatz war leer. Aber wie bringst du das ans Publikum? Und da ist eine Szene, die ist ausgedacht, vorher, bevor das Lager überhaupt kommt. Und da holen die Russen einen deutschen Soldaten aus der Laubenkolonie so, nehmen ihm seinen MP weg, schmeißen ihn hin und so sagen. Und es gibt einen Wortwechsel unter den Russen, aber kurz, wo sagen, hast du das gesehen? Und klar, der andere hat das nicht gesehen, sagt nicht. Und dann sagen die, geh weg und sie schießen ihn tot. Und
danach kommt das Lager. Und damit kommt das Publikum in eine andere Lage. Sie sehen die Folgen, bevor sie die Ursache sehen. So, also ich würde sagen, man geht ja nicht einfach und sucht ein paar Dinge und lässt sie so, wie sie sind, sondern man findet und man erfindet dazu. Nicht? Und in dem Sinne hat Conny erzählt oder Bergmann, die Kameramann, die waren ja zusammen, die haben ja 14 Filme gemacht, Konrad Wolf. Und Bergmann war im Krieg PK-Kameramann für die Deutsche Wochenschau. Und hat er erfunden und war immer noch stolz drauf. Mein Leben war ja wie Leben ist ja wie Leben ist. War immer noch stolz drauf, dass er als erster erfunden hatte, die Kamera, die direkt über der Kanone sitzt. Sodass, wenn die direkt schießen, also nicht so, sondern direkt, hatte er Abschuss und Treffer, Ratschbumm, auf der Kamera. War stolz drauf, was aber dazu führte, dass ihm die Russen einen Arm abgeschossen haben irgendwann. Also er hat sein Leben mit einem Arm gelebt. So. Aber, und Wolf war in einem bestimmten Tag des Krieges, war der eine Stunde weiter, haben die später herausgefunden. Ja. Ich war da und du warst da. Also Leben war voller Widersprüche. Und so habe ich das Buch geschrieben. Und also Bergmann hat eine Geschichte erzählt, er sagt, wir sind da abgehauen, die Russen waren schon hinter uns, durch ein Dorf gefahren. Da saß ein blinder deutscher Soldat. Und sie haben mich angehalten. Sagte Bergmann, und manchmal, immer mal im Leben, ohne Grund, denke ich an diesen Mann. Und also haben wir das in den Film genommen. Und natürlich, die Szene ist dann ausgedacht. Aber natürlich, weil sie nach Dialogen fragen, natürlich, so der gibt den Tabak, können Sie sich an den Film erinnern oder auch nicht. Der weiß gar nicht, mit wem er redet. Der redet Deutsch, dass der ein Russe ist, kann er nicht wissen. Und der raucht und dann reden wir über, wie die Zigaretten geschmeckt haben in Frankreich und dort und dort und dort. Und dann sagt er, ich bin aus Magdeburg und aber ob die da auch hinkommen, die Russen, kann nicht sein, sagt er immer noch. Und dann trennen die beiden sich und er sagt den Dialog, er sagt den schönen Satz, wir haben eine Menge gesehen, Kamerad. Und meint, und du siehst jetzt die körperliche Blindheit, aber du siehst die Blindheit einer Lebenslage. So meine ich so. Und wenn man dann solche Dinge macht, man damit schöne Szenen werden, damit das Publikum nicht belehrt wird, sondern etwas entdeckt in einer Geschichte. Sie haben mal über Ihre Personen, die Sie ja schon, oder Charaktere, die Sie erzeugen und denen Sie Worte in den Mund legen, gesagt, dass Sie häufig unbegabt zum Kompromiss sind. Also zum Beispiel Solosani oder auch eben diese Nike in diesem wirklich so unfassbar erfolgreichen Film Sommer vom Balkon. Und dass Sie eben Figuren schaffen, die irgendwie zwar gleich, die versuchen mitzumachen, aber sind unfähig mitzumachen. Und dann sagten Sie mal, das wäre also ein Zeichen für die deutsche Gesellschaft sozusagen, dass solche Figuren, die nicht in der Lage sind, Kompromisse zu machen, dass die so einen großen Anklang beim Publikum finden. Das heißt, dass vielleicht die Zuschauer sehr häufig in ihrem eigenen Alltag das Gefühl haben, zu viel Kompromisse zu machen. Ja. Naja, das ergibt sich natürlich, ist eine andere Geschichte. Aber weil ich glaube, warum Solo Sunny ein so haltbarer Film ist, ist genau das, dass dieses Mädchen hat es schwer, sich anzupassen. Das hatte nun in der DDR eine besondere Farbe. Aber gehen wir vor die Tür, dann wirst du sehen, wie es dir geht, wenn du nicht bereit bist, dich anzupassen. Also das ist ja ein generelles Problem.
Wie kommt der Einzelne mit der Gruppe zurecht, mit der Gesellschaft? Was ist, habe ich einen Platz oder habe ich meinen Platz? Oder habe ich den, den ich haben will oder so? Ich habe mit Solo Sunny dazu, bin mit dem Film um die halbe Welt gefahren, also von Alaska bis Armenien. Die Leute finden immer etwas darin, wo sie sagen, so ist es bei uns oder das genau so, das ist so weiter. Und dann wurde ich immer gefragt, was meinen Sie mit dem Film? Weil viele Leute glauben, man macht ein ideologisches Konzept oder sowas und dann macht man dazu Bilder. Überhaupt nicht. Es ist ein komplexes Ausdenken einer Geschichte und jede gute Geschichte bedeutet etwas anderes. Ja. Außerdem, was sie direkt bedeutet, bedeutet sie etwas anderes. Also Solo Sunny hat direkt, wie kommt man in dieser Tingeltangel-Szene in einem bestimmten Moment in diesem ostdeutschen Land zurecht, ja. Ist so. Und aber das andere ist, wie kommt man überhaupt zurecht mit anderen Leuten und mit den Träumen? Oder jeder kann einen Traum haben, wie wichtig ist das? Jeder die hat auch ihren Traum, okay, das ist der Vordergrund. Der Hintergrund ist, braucht ein Land Träume? Oder besser nicht, ja? Also gut, aber nicht deshalb macht man den Film. Den Film macht man, weil man eine Geschichte erzählen will oder ein Charaktere. Ich habe da manchmal erzählt, also man hat so um das Publikum zu bedienen, naja, der Einzelne und die Gesellschaft, was ich Ihnen jetzt aushalte. Aber die kürzeste Darstellung von Solo Sunny, die ich inzwischen verwende, wenn der Abend lang ist, habe eine besondere Idee von dir selbst und schon beginnt der Ärger. Also mach es anders, als die Welt es dir anbietet. Oder Person wird man vom Kleinkind an, seine Person begründet man, seine eigene, indem man Nein sagt. Weil die Welt bietet dir ununterbrochen an, ja, stimmt zu, horche, sag was, mach was der Onkel sagt, hör auf deine Mama. Wie auch immer. Also, das ist total interessant. Nein ist das Entstehen der Person. Es gibt so das, in Solo Sunny die Szene, wo sie ganz stark weint, also Renate Kloster ganz stark weint und ihre beste Freundin versucht sie zu trösten. Und sie erzählt also, was sie alles falsch gemacht hat und dass sie ja nicht mehr zurück kann in den Betrieb und das ist alles ganz schlimm. Und dann versucht ihre Freundin sie zu trösten und ihre Freundin fängt an mitzuweinen und sagt die beste Freundin, ja du kannst so viel, du kannst so was Schönes. Und dann fängt ihre Freundin an zu weinen und dann fragt Renate Kröster, warum weinst du jetzt? Oh, ich weine nur so mit. Und das bringt sozusagen auf der ganz emotionalen Ebene total das auf den Punkt, was Sie gerade gesagt haben. Also die beste Freundin ist gewohnt mitzuweinen. An den Stellen, an denen es benötigt wird. Und Renate Kröster kann sich nicht mal mit ihrem Weinen abfinden in dem Moment, in dem sie sehr traurig ist. Ja. Also ein großartiger Dialog. Und jetzt zu einem expliziter, scheinbar explizit politischeren Film, ist eben Berlin um die Ecke, der zum 11. Plenum 1965 verboten wurde. Und irgendwie ist mir aufgefallen, berichtigen Sie mich, aber ich habe nicht viel darüber lesen können. Sie haben nichts darüber geschrieben, sondern worüber? Über Berlin um die Ecke, den Film mit Dieter Mann und Erwin Geschoning und so. Ja, der nicht rausgekommen ist. Ja. Genau. Und was habe ich da? Ich habe nichts von Ihnen darüber lesen können. Doch, ich habe ja zu diesen ganzen Geschichten, also um dieses sogenannte 11. Plenum herum, Verschiedenes geschrieben. Ja, aber ich habe ja, also, und habe jetzt nicht explizit über diesen meinen Film geschrieben, genau. Aber Sie haben so eine Generalaussage, dass sozusagen 1965 dann eine neue Filmwelle, also entsprechend dem neuen deutschen Film in der BRD oder dieser Nouvelle Vague oder dem Neorealismus, dementsprechend ist in der DDR, deshalb konnte nichts entstehen, weil diese Verbotswelle quasi dagegen. Na ja, das haben Sie gesagt, aber ansonsten zu dem Film selbst habe ich nichts gefunden. Ist Ihnen der wichtig oder so? Darf Ihnen der nicht wichtig sein, weil der verboten wurde? Oder haben Sie sich da... Das ist natürlich sehr wichtig.
wenn er verboten wurde, dann haben ihn anscheinend andere auch wichtig gefunden, aber vom anderen Standpunkt aus, ja. Nein, das hatte doch, das, erstens, es gibt wirklich, wer sich dafür interessiert, du kannst Wochenland lesen, es ist so viel darüber geschrieben worden, von Beteiligten, von Leuten, so einer Falsches, Richtiges und so weiter. Aber der große Hintergrund hat merkwürdigerweise mit der Mauer zu tun, nämlich als die Grenze zugemacht wurde, wusste man ja nicht nur, das ist ein tiefer Einschnitt in die deutsche Situation, es betrifft sehr viele Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, so, aber es betrifft viele. Und es ist, und gleichzeitig dachten Leute, die an diesem Land interessiert waren und die ja wussten, dass mit der Mauer war das eine unnormale Situation. Ohne die Mauer war es auch eine unnormale Situation, wenn du für 20 Pfennig die Welt wechseln konntest. Man vergisst so viel, dass es eben zu der Lage gehörte, dass man sich von einem Kollegen abends verabschiedet hat und sagt, also bis morgen früh, vergiss nicht, mir das Buch mitzubringen, und am nächsten Morgen war er nicht mehr da, weil er wegging oder so. Ich will nur sagen, diese permanente Instabilität, dann mal gingen Ärzte weg, dann gingen die weg. Im Prinzip gingen Leute weg in die größere Lebensmöglichkeit. Das muss man, das größere Angebot oder so. Aber immerhin hat man gedacht, oder mancher hat gedacht, viele, auch die Leute, die Filme gemacht haben, wenn dieser ständige Verlust an Substanz, warum das so war, ist wieder ein anderer Aspekt, aber wenn dieser Verlust an Substanz nicht mehr passiert, dann wird es vielleicht ehrlicher werden, offener, auch couragierter über die eigenen Dinge zu reden, die nicht in Ordnung sind und so. Also, und das betraf genau eine Generation von Leuten, die nun gerade im Alter waren, wo sie sagten, wir sind jetzt die Filmemacher-Generation. Kommt ja immer eine neue und irgendwann bist du so in der angenommenen Mitte deines Lebens und sagst, naja, jetzt machen wir, jetzt müssen unsere Geschichten erzählt werden, klar. Und so war das da auch. Ja, und diese Öffnung der Gesellschaft für ein kritisches Selbstverständnis hat eben nicht nur nicht stattgefunden, sondern das hat sich die praktizierende Politik hat sich das eigentlich abgestellt mit dieser, weil es hatte ja Pädagogik, also man, es war ja pädagogisch gemeint. Und das hatte viele Gründe, man weiß inzwischen, drei Tage vorher hatte sich der Wirtschaftschef erschossen und das alles. Hatte viele Gründe, aber die hat fast alle überrascht. Niemand hat es für möglich gehalten, dass, und es war auch eine törichte Veranstaltung. Es ist ja, weil es gab immer Diskussionen über Kunst, aber meist hatte das mit zu tun mit am Anfang mit einer sehr schmalen Vorstellung, was Kunst soll in einer Gesellschaft. Und die kam aus der Arbeiterbewegung. Und das war eine didaktische Position. Die Leute sagen, man lernt im Kino. Die Kunst soll dem politischen Kampf helfen. Der Begriff Agitprop kommt aus dieser Ecke. Das hatte Gründe oder so, aber das war natürlich viel zu schmal, um darauf die Kulturpolitik eines Landes zu bauen. Aber was jetzt passiert war, war nicht einfach dasselbe und nochmal, sondern jetzt wurde eigentlich angemeldet eine Art Alleinvertretungsanspruch auf die Erklärung der Welt. Und das rieb sich an vielen Stellen. Das war auch nicht nur auf der einen Seite die Künstler und auf der anderen Seite die Politiker. Das ging quer durch. Weil natürlich gab es auch unter den Politikern Leute, die denken konnten und die auch sagen, so wird das nicht gut gehen, sozusagen, wenn über zu wichtige Dinge nicht geredet wird und so weiter.
Und kennen Sie die Begründung vom Zentralkomitee, warum das verboten wurde? Da gibt es Seiten, weil also muss man die Hauptreden muss man lesen, die lesen sich schwer. Ja. Aber die sind jetzt gut als Hörspiel sozusagen zusammengeschnitten. Ich glaube auch von der DEFA-Stiftung oder so, ich weiß es nicht. Aber die kann man jetzt sozusagen mit als Original nachdenken. Das kann man hören und das. Du, die sind da lustig zugange und können sich auch einen bestimmten Humor von der hohen Tribüne herab. Ich hab manchmal gedacht, wenn man müsste, hätte dieser hochgestimmten kämpferischen Versammlung, wenn man ihnen die Filme aus dem Jahre 89 sozusagen vorab hätte zeigen können, sagt man, ihr könnt ja schon mal gucken und dann denkt man nochmal nach. Ja. Vielleicht hilft es. Waren Sie enttäuscht? Haben Sie quasi, weil man so bei Christa Wolf wird es nirgendwo wird's deutlicher als bei dieser Rede von Christa Wolf, die wahnsinnig klug ist und trotzdem wie im geteilten Himmel eben bleibt im Sozialismus. Ihre Liebe, ihr Privatleben quasi nicht nur hinten anstellt, sondern auch sich die Alternative nimmt, zu gehen. Obwohl sie weiß, dass es die schlechteste Entscheidung war, was die Politiker dort auf diesem 11. Plenum entschieden haben. Und trotzdem bleibt sie und vertritt quasi, weil sie immer im Bewusstsein auf der besseren Seite der Elbe oder im besseren Deutschland zu leben ist. Umso schmerzhafter muss ja wahrscheinlich diese Entscheidung. Naja, wissen Sie, es sind ja Leute, also Christa war da sehr alleine. Es war ja auch niemand eingeladen. Also das weiß ich nur zufällig, weil wir uns ja durch die Arbeit kannten. Der Wolf war immerhin Präsident der Akademie der Künste. Der hatte auf der Tribüne, wo er eingeladen war, zu seiner tiefen Verwunderung dieses Plenum erlebt. Kein Mensch hat gesagt, du, wir haben Ängste oder wir haben etwas vor. Das war sowieso Regierungstrick 17, glaube ich. Machen und dann viel Musik und alle anderen sollen sich hinten anstellen. Ja. Das war, streng genommen haben sie sich auch eine wirkliche Diskussion nicht zugetraut, glaube ich. Also aber man muss das nicht psychologisch untersuchen. Sie glaubten wenig Spielraum zu haben politisch. Das stimmt irgendwo ja auch. Das stimmt. Allzu viel Spielraum hatten die ganze Zeit über nicht in der Existenz der DDR. Ne? Und deshalb spielte die Musik auch so laut, weil so viel Schweigen war hier und da. Also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wieso sie so wenig Möglichkeiten hatten und dass sie die wahrscheinlich wirklich nicht hatten. Also das Ulbricht, ich kann das total fast schon nachvollziehen, dass er nicht hätte klüger handeln können. Aber Sie selber, waren Sie von diesem Verbot emotional, psychologisch irgendwie betroffen oder haben Sie das einfach als Motivation? Natürlich war ich betroffen. Die Leute waren unterschiedlich betroffen. Es war ja auch nicht, die 10 Filme waren da, sondern als wir noch drehten, Berlin um die Ecke, bin ich schon verboten. Also, das zog sich ja über ein ganzes Jahr und die Politik hatte sich, wenn man will, einen besseren Weg selbst verbaut, weil es eskalierte, weil wenn sie jetzt den 6. Film zugelassen hätten, jetzt mal, dann hätten die vom 1. verbotenen Film gefragt, Moment mal, warum wir? Was sollte, also sie waren gefangen in der Logik und wenn sie die Gutachten zu den Filmen lesen, die sind mit heutigen Augen gesehen, sind die zwischen Satire und Hanebüchen, also Implizität, also was die alles an den Filmen gesehen haben und welche Risiken sie da ausgemacht haben. Anarchismus, ja. Wird gesagt. Sie werden natürlich war man betroffen und das ist, obgleich, ich meine, es ging ja dann alles weiter. Das war ja nicht das Ende von aller, also und die DEFA musste weiter Filme machen. Die DEFA kam ja, das wissen auch viele nicht, ist auch nicht so interessant, aber die kam ja noch in eine ganz andere Schwierigkeit. Es gab, die hatte ja einen Plan.
Das heißt, 18 Filme oder 17 pro Jahr mussten gemacht werden. Daran hingen die Prämien für die über 1000 Leute, die in der DEFA gearbeitet haben. Aber jetzt konnte der Film ja nicht erfüllt werden, wenn die Filme nicht aufgeführt wurden. Also die Aufführung galt als der auch juristische Punkt, der Film ist fertig, abgeliefert, angenommen. So. Aber natürlich die Leute, die da jetzt ihr Leben lang Häuser aus Pappe bauten und die Schauspieler verkleideten, sagten, das geht uns doch nicht an, wenn ihr die Filme nicht mal so, also musste die DEFA auf Teufel komm raus sehen, dass sie den Plan erfüllten. Und dann machten sie mit der Kamera in die Staatsoper und filmten einfach eine Vorstellung ab. Und alle zwinkern mit dem Augen und sagen, das ist ein Film. Ist klar, wie lang ist es? Anderthalb, das ist ein Film. Echt? In dem Jahr war das so? Ja, sie mussten ja irgendwie aus der Klemme kommen. So. Das hatte seine Zeitwirklichkeit. Aber ich meine, sowas wie Solo Zani war ja nachher. Ja. Ich war 19, war ja nachher. Das ist 2 Jahre später. Also es ist nicht so, dass damit... So, und aber für manche Kollegen blieb dieser Versuch und dieses Verbot dann ein tiefer Einschnitt in ihre künftige Arbeit. So. Ja, von Bayer? Bayer ging ganz, ich meine, es war ja auch, ging ja nicht nach Sibirien, aber er ging nach Dresden, meine ich, als ans Theater. Also sollte er gehen, hat dort auch gearbeitet, aber er war ja Filmregisseur und wollte das weitersehen. Mit Bayern, als er dann wiederkam, das machten wir den Aufenthalt. So, und damit war er wieder bei der DEFA und war ein starker Film. Und, großartig. Ja, aber wer das wirklich lesen will, das... Da kommt vieles zusammen in diesem Jahr 65. Ja. Da gibt es jetzt, wie gesagt, dieses ganz wunderbare Buch von Gunnar Decker, das heißt Der kurze Sommer der DDR 1965. Ja. Ich versuche jetzt sozusagen dazu zu kommen, wie man das aushält, weil ich kann mir das gar nicht aushalten, verboten zu werden, weil ja heute alles so wahnsinnig frei ist. Und wir sind wieder schon, wenn man keine nackten Frauen auf Facebook posten kann, dann wird man ja schon beleidigt, wenn dieses Foto runtergenommen wird. Ja? Also das heißt, alle Nacktheit wird im Internet verboten, wenn sie öffentlich ist. Aber das ist so das einzige Verbot, mit dem man gerade. Man darf sogar NSDAP gut finden und das posten und es wird irgendwie angenommen. Es wird also relativ viel zugelassen. Und ich kann mir also gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn alle davon wissen, dass deine Arbeit an einem Jahr verboten wird. Und ich kann mir den Umgang damit gar nicht vorstellen, dann, wenn es vor allem die Alternative gibt, zu gehen. Und die Frage ist, jeder entscheidet, die ja wohl einzeln und für sich alleine. Und ich bin da wirklich total naiv. Ich kann mir nicht vorstellen, zu demselben Arbeitgeber zu gehen, der mich verbietet. Und zu sagen, eigentlich hat das ja mit mir nichts zu tun, sondern die Struktur, die ich erzeugt habe, ich war einfach zu kritisch. Aber nun haben Sie ja wirklich diese Dialoge geschrieben. Und Sie nehmen ja fast in Dieter Mansa so ein paar Sätze, der nimmt ja den Verbot schon fast vorweg und geht davon aus, dass wenn er diesen Alten zusammenschlägt, ja. dann ändert sich zwar für ihn alles, aber er kann keinen Genossen zusammenschlagen, das geht so nicht, denkt man. Und irgendwie, ich frage mich also, wie konnten Sie damit leben und auch sich, wie haben Sie das für sich entschieden, zu bleiben? Und dann gingen ja nach und nach immer mehrere Leute auf. Wissen Sie, das ist gar nicht, also erstens, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre hierher. Ich hatte hier meine, aus den simpelsten Gründen, wir hatten also zufällig, um mal ganz privat zu sagen, der Zufall wollte, dass wir nie Verwandte in dem späteren Westberlin hatten, außer einer Tante, die wohnte in einer sogenannten Kochküche
am Gesundbrunnen, also die Kochküche war wohl Herd und Bett, ein Zimmer praktisch, Herd und Bett und alles in einer, hieß damals Kochküche. Die ist 45 verschwunden, also die ist ums Leben gekommen. Und wir hatten also keinen Verwandten, also um mit dem Kleinsten anzufangen. Aber ich habe ja auch nicht, ich hatte ja mit der deutschen, mit den Umständen, aus denen die Nachkriegslage entstanden ist und aus denen dann die DDR wurde und der Westen, hatte ich ja tagtäglich zu tun. Und ich bin ja hier nicht hängen geblieben oder hab den letzten Zug verpasst, sondern ich habe mit diesem Versuch eine Alternative oder eine Konsequenz aus deutscher Geschichte herzuleiten und über deutsche Geschichte anders nachzudenken, als man es bis dahin konnte und wusste, habe ich ja sympathisiert, ich war ja dabei. Also ich habe mit diesem Unternehmen eine Verabredung gehabt und mit mir selbst. Das heißt ja nicht, dass ich eine Verabredung mit der Kulturpolitik hatte. Das war ja, wenn die das so machten, machten die das so. Und darüber konnte man manchmal streiten und manchmal lohnte es sich auch nicht zu streiten. Nur ich will sagen, ich hatte ja meine Gründe und die blieben. Und andere sind weggegangen, andere Kollegen und so. Was mich jetzt betrifft und im engeren Sinne auf Kino bezogen. Ich kannte ja Kollegen aus der Bundesrepublik und wir schätzen uns. Wir wussten immer mehr von denen als die von uns, weil sie dachten, lohnt sowieso nicht, na, diese nordöstliche Ecke da, wo nur Kartoffeln und Sand gibt. Also das war noch so eine alte katholisch-bayerische Besserwisserei, die gab es immer. Aber ich wusste ja, wie die arbeiteten. So, Geld war jedes zweite Wort. Und zwar nicht, weil die geldgierig waren oder so, sondern weil ohne Geld drehte sich nichts im Kino. Also saßen wir abendelang, wenn wir zusammensaßen und wir erklärten, warum man es trotz allem aushalten kann, wenn man so will, im Osten. Und die erklärten, warum man es dort auch gut aushalten, allerdings weniger, wenn man kein Geld kriegt. Oder kein Geld. Also ich wusste, man kommt da nicht an und macht Filme, wie man will. Aber der simpelste Gedanke ist, dass ich dachte, wie soll ich denn Filme machen in München? Beispielsweise, ich weiß nicht von München. Wissen Sie, man macht ja, wenn man schreibt oder wenn man sich Filme ausdenkt, man arbeitet ja nicht mit dem, was jeder weiß, sondern mit dem, was man speziell weiß, was man sich gemerkt hat, was man gerne weiter erzählen möchte. Also man würde zwar in derselben Sprache bleiben, das ist was anderes als Immigration, aber trotzdem war mir die Vorstellung, ich ziehe da in völlig andere Umstände, nicht so vielversprechend, dass ich dachte, da will ich hin oder so. Ja. Und ich hatte hier eine Art von Kollegen, die auch alle da waren. Und ich kannte Leute, die Filme gerne gesehen haben, die wir gemacht haben. Also letzten Endes, man braucht nicht das große Wort Heimat. Ich war zu Hause hier, ja, und dachte, ich lasse mir ja dieses Zuhause nicht einfach bestreiten. Ja. Und natürlich hat man es mal rumgelaufen, hat versucht, sich erstmal unverbundbar zu machen. Das war man natürlich gar nicht. Diese Verbote hatten eine Langzeitwirkung, weil man sich sagte, wie geht denn die Politik mit ihren Sachverhalten um? Oder wie hilflos ist sie denn? Es war ja auch nie eindeutig. Sehen wir mal, als die Filme verboten waren, so Ende der 60er Jahre, da wurde in Berlin, in derselben Stadt Berlin, wo diese Filme verboten wurden, wurde Welttheater gespielt. Am Deutschen Theater und an den Resten des Berliner Ensembles. Da sind die Leute aus New York gekommen, weil sie das sehen wollten.
und haben sich wahrscheinlich mit einer Gänsehaut durch diese Mauer geschoben, wo immer der Klappe, immer der Knopf gedrückt wurde und schnurrte. Und dann gingen sie ins deutsche Theater und sahen ein Theater, was man woanders nicht sehen konnte in Europa. Also die Dinge hatten immer mehr als eine Seite. Und so, ich erinnere mich aber wirklich nicht, um hier was Kesses zu erzählen. Ganz früh, als wir Berlin-Ecke-Schönhauser gemacht haben, um den es auch so Diskussionen gab, aber es war doch normal, wenn du etwas, es kann ja nicht sein, du sprichst über schwierige Dinge. Und das soll nicht schwierig sein. Alle küssen dich, weil du sie beunruhigst oder so. Das ist ja nicht der Fall. Also man wusste, hatte ja auch eine Meinung von dem, was man machte. Und blieb dann hatten. 3-4 Jahre später konnte selbst die Politik mit diesem Plenum. Am besten man erinnerte sie nicht. Sie konnten damit nicht umgehen. Die wollten auch nicht neu nachdenken, weil dachten, dann kommen die. Lass gut sein, sozusagen. Ja. Aber das war ein großer Verlust. 1972 auf der Schönhauser Allee werden Sie von Arno Fischer fotografiert. Dort, ja, ich weiß, hab gesehen. Ja. Und im Rücken die U-Bahn. Und als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist in der Natur, außerhalb von Berlin. Und erst als Sie mir das am Telefon geschrieben haben, wie das Foto aussieht, ist mir aufgefallen, dass da eine U-Bahn ist. Und Sie sehen sehr interessant aus und ich frage mich eigentlich, wie Sie aussehen. Wie unverwundbar haben Sie sich versucht zu machen in der Zeit, weil Sie gerade das Wort benutzt haben? Ja, na, das war nachdem, sehr simpel, ich habe ein Hörspiel geschrieben, das war, weil ich nicht rumsitzen wollte und dann habe ich angefangen Prosa zu schreiben. Das ist zwar dann nur ein schmaler Band geworden, aber den gibt's. Also ich hab was anderes gemacht und das nächste war dann eine auch für mich angenehm, natürlich das nächste war der Film, ich war 19, also ich bin auf diese Weise an ein ernsthaftes Projekt gekommen, das die Anstrengung wert war und ich habe nicht alle Filme machen können, vielleicht sage ich mal, die ich hätte machen wollen, aber ich habe eigentlich auch keine gemacht, die ich nicht machen wollte. Also ich habe nicht irgendwas gemacht, was meine Billigung nicht gehabt hätte. So. Und wenn Sie, als Sie mal mit dem Filmemacher Zlatan Dudo gesprochen haben, der hat nebenbei den Film Coole Wampe gemacht, da haben Sie von ihm gesprochen als jemand, der nach vorne lebt. Also der nicht nostalgisch über die Dinge gesprochen hat, sondern seine Geschichten immer verbessern wollte. Und dann sagten Sie mal, schon 1957 bei Berlin-Ecke Schönhauser ging es ja um alles und ob man alles zeigen darf. Und also würde sozusagen, gäbe es einen kommenden Film, den Sie machen müssten, in dem alles möglich wäre, wo Sie auf Budgets nicht zu achten hätten und in dem Sie alle uneingeschränkt arbeiten könnten. An welche Geschichte würden Sie sich ranwagen und welche Geschichte würden Sie gerne verbessern? Von meinem eigenen? Von denen, die es gibt. Ob Sie, also genau, also von Ihren eigenen, die Sie jetzt schon kennen, oder vielleicht ein historischer Stoff oder eine persönliche oder einen biografischen Stoff oder so. Kann ich nicht sagen. Also die Frage zielt darauf erstmal, für mich wäre total privat interessant, wie Zlatan Dudo war und... Naja, ach so, ja, jetzt verstehe ich, was ich meine. Na, Zlatan war ein, der war berühmt geworden mit dem Film Coole Wampe. Es war ein schneller Ruhm, der dann nicht mehr in Deutschland stattfand, weil er war emigriert. Und er hat dann in Paris Theater
gemacht, aber auch immer so mit Immigrationshintergrund, also auf einer relativ schmalen Ebene. Er hat Brecht inszeniert in Paris und so weiter. Und er war ein monomanischer, schwerer und einzelgängerisch arbeitender Mensch. Und dachte sehr, und wollte aber, obgleich er war nun, hat erst gestorben mit 62, ist verunglückt mit dem Auto und kam uns natürlich vor wie ein alter Mann so aus. Und das ändert man ja mehrmals im Leben, die Bezeichnung für das Alter, vor allem für das eigene. Und er wollte gerne über junge Leute Filme machen, das interessierte ihn, er war so. Nur was wir sozusagen die Jüngeren unterm Fingernagel hatten, da erzähle ich dir mal was. Weißt du, brauchst du eine Geschichte? Erzähl dir mal eine. Ja? Das war bei ihm, das hat er sich erarbeitet. Er hat also Leute interviewt, Notizen gelegt. Also es war mit und ungeheuer genau und langsam gearbeitet. Und dann machte er genauso langsam und genau den Film, den er vorhatte. Und was ihm fehlte bei dieser Arbeitsmethode und auch, das war Leichtigkeit, so dass du sagst, du mach doch mal was Schönes einfach. Weißt du, es war sehr grundsätzlich, er konnte es wunderbar erklären. Die Filme hatten auch keinen völligen Misserfolg, aber keinen großen, keinen riesigen Erfolg. Und wir ihn liebten ihn eigentlich, weil er so ein grundsätzliches Wissen hatte über Kunst. Er hatte mit Eisler und Brecht gearbeitet. Also er war eine Art von Legende. Und wir hatten immer Angst, Mensch, der Film ist nicht so gut, den er jetzt gemacht hat. Wie kann man mitmachen? Am besten, wir treffen ihn gar nicht die nächste Zeit. Weil er hat sich auch nicht getrennt. Auch nicht von Irrtümern oder so. Das brauchte 2-3 Jahre, dann konnte man zu ihm sagen, also weißt du, der Anfang war vielleicht ein bisschen zu umfällig, so, also, aber nach 3 Jahren, nicht sofort oder so. Aber er ist für die Leute, für die ich jetzt rede, das bin nicht nur ich, also für Gerhard Klein oder für Caro oder die Regisseure dieser Generation, war er ein wichtiger Mann, so ein Orientierungspunkt. Und wir haben ihn gern gehabt. Ja, aber und jetzt sozusagen auf die Zukunft. Arbeiten Sie gerade an einem Stoff, den Sie verbessern? Ich arbeite an einem Stoff, ja. Aber das kann ich jetzt nur so bekannt geben als Titel oder sowas. Das ist ein Versuch, ein Roman zu verfilmen, in den Zeiten des abnehmenden Lichts, heißt dieser Roman. Und das von Eugen Ruge, der Autor, und ist vor 3 oder 4 Jahren erschienen und ist so eine Generationsgeschichte von Leuten, die weg waren aus Deutschland, also was wir ganz am Anfang gestreift haben. Also die einen dorthin, die anderen dorthin und am Ende spielt die Geschichte aber in der letzten Zeit der DDR. So, aber es ist kein Wendefilm oder überhaupt nicht, das ist eine Geschichte von, also nicht unter so einer Rubrik jetzt. Nicht so schlimm. Familiengeschichte könnte man am ehesten sagen. So, da sage ich aber weiter nichts dazu, außer dass es das ist und dass die, kann auch sagen, dass Matti Gescholnek wird die Regie machen und drehen geht los jetzt Ende September. Also insofern ist es etwas, was hoffentlich einigermaßen wird, weil man mal guckt, man weiß es immer nicht. Es gibt vielmehr so viele glückliche Momente und aber auch, es kann auch so viel schief gehen. Also, ich denke immer, es gibt keine Filme, die keine Fehler haben. Die besseren Filme haben weniger Fehler. Eine letzte Frage. Boxen Sie noch? Wie bitte? Boxen Sie noch?
Ich sollte noch, ja. Im Prinzip bin ich jetzt nur über Sommer nicht hingegangen, weil die anderen auch nicht hingegangen sind. Herzlichen Dank.